Guten Morgen, Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute mal ganz kurz und knapp, kurz bevor ich ins Fitnessstudio gehe, Personaltraining habe, ein wichtiger Kommentar. Demnächst kommt noch ein Videoclip zum Thema Pitfalls. Und zwar aus dem einfachen Grund, es wird immer wieder lebhaft darüber diskutiert, was ist besser, die Hantel auf dem Rücken liegen lassen, bei der Kniebeuge zum Beispiel, oder die Hantel ablegen. Beides kann richtig sein. Keines ist falsch. Ich bevorzuge die Variante, die Hantel kurz abzulegen, ob es in der Multipresse ist oder ob es im Freihandelbereich ist, also bei der freien Kniebeuge. Speziell natürlich auch bei vorgebeugtem Rudern und so weiter, bei Kreuzheben ist es so, dass ich es bevorzuge, die Hantel kurz abzulegen. Hintergrund ist der, die Belastungsgewichte fallen wesentlich größer aus, und zwar aus dem einfachen Grund, wenn ich die Hantel auf dem Rücken liegen lasse, beziehungsweise wenn ich die Hantel beim Kreuzheben in der Hand halte, sorgt es nach einer gewissen Zeit dafür, dass die muskuläre Spannung immer höher wird und dass dann die Kapillare sich verengern. Das heißt, dass dann die Sauerstoffblutzufuhr etwas reduziert wird und die Resynthese dann wesentlich langsamer abläuft, sodass ich vielleicht sogar frühzeitig Richtung koordinatives Versagen tendiere. Und genau aus diesem aus dem Weg zu gehen, lege ich persönlich die Hantel ab. Und zwar von der ersten bis zur, wenn es möglich ist, 20. Wiederholung bei Pit Force 1. Bitte nicht vergessen, wenn ihr bewertet, Pit Force 2, da wird die Hantel erstmal in den ersten 8 Wiederholungen nicht abgelegt und erst ab der 8. Wiederholung werden die kurzen Restpausen eingelegt. Peter Biers, das vorführt, wird immer wieder dann auch als Kommentar hervorgehoben, das ist Pit Force 2 und somit bitte nicht Pit Force 2 mit Pit Force 1 vergleichen. In Kürze kommt ein neuer Videoclip zum Thema Pit Force, etwas ausführlicher, weil heute habe ich relativ wenig Zeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Sport, beim Training. Bis dann, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.